Wenn er sich gerade nicht mit Wissenschaft beschäftigt, widmet sich der Gentleman Scientist gemeinsam mit seinem Chat Geschichten. Was er dabei erlebt, das erfahrt ihr hier in Gentsy's Journal. Denn ich weiß, wir können das alle nicht mehr hören, aber es ist als Thema noch nicht abgehakt. Die Corona-Pandemie. Es ist zwar keine Pandemie mehr, aber es ist ja nicht weg. Und diesen Winter, also dieser Winter wird sicherlich ein großer Testballon werden bezüglich der Frage, wie robust die Bevölkerung tatsächlich bezüglich der entsprechenden Infektionen ist. Und wir werden sehen, wie es läuft. Ich bin bisher sehr zuversichtlich, was die Zahlen angeht. Wir haben aber auch erst Ende September. Das heißt, das dicke Ende steht uns durchaus noch bevor. Ich habe gerade bei meinem Arbeitgeber einen Termin für die Grippeschutz- und die Corona-Auffrischungsimpfung gebucht. Wenn ihr mich fragt, ist das etwas, was gerne Schule machen darf? Ne? Also ich weiß nicht, ob wir die Corona-Auffrischungsimpfung dauerhaft brauchen, aber diesen Winter könnte sie nochmal sinnvoll sein. Mir ist bewusst, dass es natürlich von eurem persönlichen Gesundheitszustand abhängt, ne, etc. etc. Sprecht das mit eurem Hausarzt ab, ob das Sinn hat in eurem Einzelfall. Verallgemeinert gesprochen halte ich das aber für eine schlaue Geschichte. Und ich sage das im vollen Bewusstsein dessen, dass es sein kann, dass wir diese Impfung eigentlich nicht mehr brauchen. Aber wir müssen da ja auch nichts anbrennen lassen, oder? Wie anstrengend wird der Virenwinter? Die Fallzahlen von Covid-19 steigen wieder an, doch SARS-CoV-2 ist keinesfalls... Er kommt mit SARS-CoV-2 nicht zurecht. Kannst du SARS-CoV-2 lieber Untertitel? Nee, SARS-CoV-2 ist auch nicht. Na gut. Ist keineswegs das einzige Problem. Andere Viren machen besonders Kinder krank und in den Kliniken fehlt Personal. Zählen 3 Weizen und ein Jägermeister als Impfung? Wenn du dich damit einreibst, vielleicht als leichte Desinfektion. Wenn du es sagen magst, hast du bereits eine Infektion mit C durchgemacht? Mindestens eine, ja. Also eine, von der ich weiß, das war auch wirklich nicht witzig, kann ich nicht empfehlen. Habe so ein bisschen den Verdacht, dass ich eventuell eine zweite gehabt haben könnte, irgendwann dieses Frühjahr. Da war nämlich auch wieder Atemwegsgeschichten dran, ich habe aber nicht getestet, weil es nicht wirklich der Rede wert war. Aber ich habe ein paar weirde Side-Effects gehabt, was so ein bisschen... mich vermuten lässt, dass da vielleicht was gebuscht gewesen sein könnte. Ja. Haben wir übrigens tatsächlich hier im Stream so ein bisschen begleitet, meine Infektion damals. Konnte ich nicht so engmaschig machen, wie ich gerne wollte, weil obviously ich hatte Corona. Aber das müsste auf YouTube online sein. Und kriegt schlechte Bewertungen. Ich weiß nicht, ob es schlecht ist oder ob das einfach nur der Corona-Hass ist. Well, es ist, was es ist. Der Winter naht und Covid-19 ist zurück. Immer mehr Menschen sehen in ihrem Umfeld Infektionen mit dem Pandemievirus einzeln oder in größeren Ausbrüchen. Beim Nationalen Referenzzentrum für Influenza-Viren stieg die Positivrate bei den Covid-Tests auf beinahe 20% und zum ersten Mal seit Monaten führt SARS-CoV-2 auch die Liste der Atemwegserreger im Sentinel-Meldesystem des RKI an. Gleichzeitig machen neue, ungewöhnliche Virusvarianten Schlagzeilen. Zu Recht. Insgesamt stellt sich die Frage, wie bedeutsam die kommende Corona-Welle wird und wie man damit umgeht.
Jetzt muss man an der Stelle sagen, ne, genau diese Dinge sagen erstmal noch gar nichts. Positivrate über 20% hängt davon ab, ne, wie viele Tests ich mache. Und wie repräsentativ die ganze Geschichte dann ist. Wenn ich, ne, wir haben hier das Problem, wir können ja hier aufs Pandemieradar, Entschuldigung für die Flashbang, das BMG nochmal gucken. Hier PCR-Tests nehmen. Seit März 23 stetig ab. Ne? In ihrer Positivität. Nehmen aber auch in ihrer Anzahl stetig ab. Das wird hier sicherheitshalber nicht kommuniziert. Aber wir kennen das aus dem alten Pandemieradar vom Robert-Koch-Institut. Da sind nämlich die Testzahlen mitkommuniziert worden und die sind halt massiv in den Keller gerauscht und ich kann mir nicht vorstellen, dass da wieder aufgestockt wurde. So, wir haben eine 7-Tage-Inzidenz von 9. Ist jetzt also nicht so, dass ich sagen würde, oh mein Gott, ne, Big C is back. Ja, natürlich, 9 ist mehr als die 3-2-1, die wir zwischendurch hatten. Aber ich meine, wir hatten noch im März eine Inzidenz von 140, 150. Sind schon noch eine Unterschiede. Ganz minimal. Upsala, Verzeihung. Tatsächlich muss man die Frage inzwischen etwas weiter fassen. SARS-CoV-2 ist nur einer von mehreren Faktoren, die darüber bestimmen, wie der Winter verläuft. Neben dem Pandemievirus spielen noch weitere Erreger wie Grippe für die Krankheitslast in der Bevölkerung eine große Rolle. Auch der Personalmangel im Gesundheitswesen und die Zahl der Menschen aus den Risikogruppen, die sich impfen lassen, beeinflussen, wie problematisch die Infektionswinter 23 wird. Dass die Infektion mit SARS-CoV-2 ansteigen, kommt keineswegs unerwartet. In früheren Jahren hatte man ja schon am Ende der Sommerferien steigende Fallzahlen, die sich entweder kurz beruhigt haben oder fließend in die Herbst- und Winterwelle übergegangen sind, erklärt Carsten Watze, Leiter des Forschungsbereichs Immunologie am Leibniz-Institut für Arbeitsforschung in Dortmund. Zum einen ist das wahrscheinlich vom Verhalten der Menschen getrieben, die jetzt aus dem Urlaub wiederkommen, sagte er. Dort hätten die Menschen mehr Kontakte gehabt und trügen das Virus nun in die Schulen und Arbeitsplätze. Zum anderen haben wir natürlich neue Varianten, die sich langsam durchsetzen. Hallo Intermenius, schön, dass du reinschaust. So. Und das ist im Grunde das, was wir jetzt auch sehen, ne? Seit Ende der Sommerferien steigen die Fallzahlen, nur halt nicht explosionsartig nach oben, sondern eher so ein itzi-bitzi bisschen, ne? So peu à peu, Stück für Stück. Auch da können wir ja den Vergleich, Achtung, es wird nochmal hell, einfach mal ziehen, ne? Inzidenzvergleich. Ja, wir sind am 21.09. bei einer Inzidenz von 9. Das war im Vorjahr. Sind wir da schon, ne, in den starken Anstieg, ne, also wirklich ins exponentielle Wachstum gerutscht um die Jahreszeit. Hatten wir hier gerade ein Plateau. Das ist Ende September kurz runtergegangen, um dann Ende Oktober anzusteigen. Ja? Und das sind alles Dynamiken, die wir jetzt eigentlich in der Form nicht unbedingt sehen. Wir hatten weder vorher einen dicken Anstieg. Und bisher muss ich halt auch sagen, so ja, ne, klar, im Vergleich zu 2 Ende Juli sind wir mit 9 bis 10 Ende September schon deutlich angestiegen, ne?
Aber die Dimensionen sind doch ganz andere. Bisher verläuft der Anstieg aber eher gedämpfter als in früheren Wellen. Das ist, was ich gesagt habe. Vermutlich wegen der immer noch weit verbreiteten Immunität in der Bevölkerung. So bezeichnet Stefan Kluge, Direktor der Klinik für Intensivmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, die Lage in den Krankenhäusern als stabil. Auch wenn wir ein bisschen mehr Infektionsaktivität in den letzten Wochen sehen, sowohl bei Mitarbeitern als auch bei Patienten. Viele Infizierte seien einfach mit Corona im Krankenhaus, weil sie wegen anderer medizinischer Probleme aufgenommen würden. Kluge weist aber darauf hin, dass das nicht für immungeschwächte, schwerkranke oder sehr alte Patienten gelte. Die kriegen dann doch normal, gerade wenn sie noch nicht komplett geimpft sind, eine schwere Lungenentzündung durch Corona, sagt er gegenüber dem Science Media Center Deutschland. Und das ist ja auch das, was wir in den Daten sehen. Ne? Achtung, Pandemieradar, es wird grell. Wenn wir uns die Aufschlüsselung nach Alter mal angucken, ne? Wir haben ganz klar den relevantesten Teil der Infektionsdynamik in den Bevölkerungsgruppen Ü60. Ne? Also in der Regel in den besonders empfindlichen Bevölkerungsgruppen. Wenn wir uns ne, die anderen Bevölkerungsgruppen angucken, ist das Infektionsgeschehen da verhältnismäßig entspannt. Das heißt, für einen beträchtlichen Teil der Bevölkerung, Menschen über 60 Jahre, vorerkrankte, immunschwache, ist SARS-CoV-2 immer noch potenziell gefährlich. Und das möchte ich auch an der Stelle nicht missverstanden haben. Diese Einschätzung teile ich zu 100%. Ne? Wenn ich jetzt die ganze Zeit sage, so, ja, mach mal Piano, ne? Der Inzidenzanstieg ist marginal und so weiter. Mit riesiger Krankheitsverbreitung ist jetzt erst, also ich sehe keine Anzeichen dafür. Ja, es gibt Fälle. Ja, sie nehmen zu. Und ja, wir erfassen natürlich bei weitem nicht alle Fälle, aber wir haben trotzdem nicht annähernd Situationen wie in den letzten 2 Jahren. Ja. Das ändert nichts daran, dass für Leute, die da sensibel sind, das ein ernsthaftes Problem ist. Ne? Genauso wie jede andere Atemwegsinfektion eventuell ein Problem sein könnte. Ne? So ein Rhinovirus ist jetzt nicht so dramatisch. RSV will man vielleicht schon nicht haben. Ist nur relativ unwahrscheinlich, dass man das als Erwachsener noch bekommt. So eine dicke Influenza ist da aber eine auf andere Art, aber ähnlich gefährlich. Grundsätzlich könnte man halt einfach sagen, Leute, die ein schwaches Immunsystem haben, sollten generell nicht krank werden, ne? Völlig egal an was. Und das ist im Grunde, worum es hier geht. Das betrifft vor allem Ausbrüche in medizinischen Einrichtungen und der Pflege, wo eben sehr viele besonders gefährdete Personen betroffen sind. Die Ärztin und Epidemiologin Berit Lange hält es deswegen für denkbar, dort noch einmal Schutzmaßnahmen einzuführen. Ja, natürlich für die Leute, die da arbeiten, entsprechend belastend, aber ja, um diese Personengruppen zu schützen, könnte ich mir das tatsächlich auch vorstellen. Wobei man auch da wieder argumentieren könnte, ne, dass das unter Umständen sowieso eine sinnvolle Geschichte ist, dass zur Erkältungssaison wenigstens externe, ne, so ein Altenheim vielleicht nur mit Maske betreten. Ich meine, der Getränkelieferant muss jetzt da vielleicht nicht, ne, der ja schon in 5 anderen Altenheimen war an dem Tag, da fröhlich seine Infektionserreger in der Welt verteilen, ne? Beim Personal vor Ort, ich bin halt so hin und her gerissen, weil ich durchaus sehe, dass es eine Belastung ist, ne? 8,5 Stunden am Tag eine FFP2-Maske zu tragen, im Zweifel auch noch bei körperlicher Arbeit, die ja im Altenheim hin und wieder mal, also im Pflegeheim hin und wieder mal vorkommt. Da verstehe ich schon, dass es da so ein bisschen Widerstand gibt.
Und da müsste man mal gucken, ne, wie schlimm die Infektionszahlen werden. Eventuell reicht es da einfach, sehr großzügig mit dem Krankenstand umzugehen. Was halt dann wieder Personalengpässe verursacht. Ich bin mir dessen sehr bewusst, ne, aber einfach mal aus Infektionsschutzsicht gesprochen. Dass wir da vielleicht einfach durch bewusstes Management schon Infektionen verhindern, dann ist die Maske vielleicht gar nicht unbedingt nötig. Aber klar, wenn, dann da zuerst. Gab es schon eine Studie, wie sich die durch Masken verhinderte Infektion mit anderen Erregern über 3 Jahre aufs Immunsystem gerade bei Heranwachsenden auswirkte? Ich bin mir jetzt keiner bewusst. Ich wüsste aber auch nicht, was da zu erwarten wäre. Denn dass wir unser Immunsystem regelmäßig trainieren müssen, ist eine Fake News. Ne? Das Immunsystem ist ja nicht ein Muskel, ne? Dass, wenn du da irgendwie mal einen Monat nicht ins Fitti gehst, dass der anfängt nachzulassen. So funktioniert unser Immunsystem nicht. Dementsprechend ist auch nicht davon auszugehen, dass 3 Jahre Maske tragen dazu führen, dass wir plötzlich Leute haben, die mit harmlosen Infekten überfordert sind. Was natürlich im Zweifel so ein bisschen ein Faktor sein kann, ist, dass, wenn du jetzt speziell von Heranwachsenden redest, ne, das ist ja ein sehr dehnbarer Begriff, dass wenn wir jetzt sagen, wenn wir es mit Kita-Kindern zu tun haben, die ja normalerweise, ne, in der Kita erstmal so eine Grundimmunität gegen alle möglichen Erkrankungen aufbauen und die damit einmal durchmachen, da könnte ich mir vorstellen, dass es durchaus Nachholeffekte gibt, ne, weil wir das quasi von Lebensalter 2 auf Lebensalter 5 verschoben haben. Wobei man an der Stelle auch sagen muss, ne, Kita-Kinder haben jetzt eher selten eine Maske getragen in der Kita. Das heißt, da gab es den Keimaustausch durchaus. Da würde ich mir jetzt also nicht so sehr Sorgen machen. Ne? Wenn wir dann von Älteren reden, also ich sag mal grob eine Schulkindern aufwärts, haben wir sehr, sehr schnell den Faktor, dass eine Grundimmunität besteht. Ne? Und selbst wenn wir jetzt einen Infektionserreger nehmen wie Grippe, natürlich, ne, das Grippevirus, das kommt, ist immer wieder eine neue Kombination. Aber das erfindet sich ja nicht von Grund auf neu. Das ist so ein bisschen, als wäre es ein Lego-Virus, ne? Und es hat eine begrenzte Anzahl Steine zur Verfügung, aus denen es sich zusammenbauen kann. Ab einem gewissen Punkt im Leben hat man wenigstens 80% der Steine als Immunsystem schon mal gesehen. Das heißt, wir haben gegen die meisten Influenza-Viren eine passable Grundimmunität, auch wenn sie sich, ne, neu zusammengesetzt haben und so ein bisschen Antigene ausgetauscht. Das ist dann ja trotzdem nicht brandneu. Und das Immunsystem kann trotzdem drauf reagieren. Die Grippeimpfung ist ja hier nur dazu da, den Immunschutz nochmal zu stärken, ne, um idealerweise die Infektion im Keim zu ersticken. Da geht es ja nicht darum, dass der gesunde Erwachsene so eine Grippeinfektion nicht auch verknusen könnte. Die macht halt keinen Spaß, aber in der Regel ist es für die kein Problem. Ne? Auch da geht es wieder hauptsächlich darum, die Älteren zu schützen.
Da kann die Impfung in gesunden Erwachsenen einfach dabei helfen, Infektionsketten zu unterbrechen. Das ist so ein bisschen die Motivation dahinter. Ich glaube, Mantula hat einen Witz gemacht oder ist das eine ernst gemeinte Frage? Ich bin mir nicht ganz sicher. genau. Also dementsprechend ist nicht zu erwarten, dass die Immunsysteme von Heranwachsenden, wie auch immer man sie definieren will, da großartig Schaden genommen haben. Ja? Wie gesagt, so einzelne Nachholeffekte, gerade wenn es um die typischen Kinderkrankheiten geht und so weiter. Unter Umständen, das haben wir dann aber auch schon lange durch. Plus, wie gesagt, ne, die Kinder, die davon betroffen wären, waren ja ab einem gewissen Punkt dann auch schon wieder in der Kita. Zumindest bei uns war das so. Und da hat das also alles stattgefunden. Ich kann mir so etwas wie Maskenpflicht oder Empfehlungen medizinischen Einrichtungen schon vorstellen, wenn sich abzeichnet, dass viele Menschen dort an Covid-19 erkranken, sagt die kommissarische Leiterin der Abteilung für Epidemiologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. Das sei auch sinnvoll, wenn es den Krankenstand beim Personal verringere. Das ist halt der einzige Faktor, ne, wo ich sage, da kann es tatsächlich nochmal sinnvoll sein. Ich habe vorhin gesagt, eventuell kann man da großzügig mit dem Krankenstand umgehen, um die PatientInnen zu schonen. Das bedeutet natürlich, man muss die entsprechende Personaldecke haben, dass man das so handhaben kann. Wie wir alle wissen, ist das in der Pflege in der Regel nicht der Fall. Und dann können Schutzmaßnahmen natürlich die sinnvolle Alternative sein. Außerdem könnten Teststrategien helfen. Nicht nur gegen Corona, sondern in Zukunft zum Beispiel auch gegen Grippe. Aktuell möchte ich keine Tests in Altenheim. Das verstehe ich natürlich. Das war sehr anstrengend und zusätzlich belastend für das Personal, sagte sie. Aber es sei eine einfache Maßnahme, um Infektionen zu reduzieren. Ich finde es voll okay, wenn im Altenheim einer eine Schniefnase hat, da mal einen Schnelltest zu machen. Ich kann nicht abschätzen, wie viel Mehrarbeit das tatsächlich ist. Aber wenigstens ne, so anlassbezogen fände ich das schlau. Wir können alternativ natürlich auch einfach alle isolieren, sobald sie eine Schniefnase haben. Das wäre das Sicherste. Aber ob das weniger Arbeit ist? I'm not so sure. Die gute Nachricht ist, dass die Impfungen auch Menschen mit medizinisch erhöhtem Risiko sehr gut vor schweren Erkrankungen schützen. 3 Impfdosen reduzieren zum Beispiel bei Menschen über 75 Jahren sogar noch nach mehreren Monaten die Krankenhauseinweisungen um etwa 90% und selbst bei immunschwachen Personen um ca. 60%. Fachleute gehen allerdings davon aus, dass speziell bei alten Menschen die Immunität schneller nachlässt. Ich dachte, 75 sind alte Leute. Und da wissen wir doch jetzt, dass nach mehreren Monaten die Krankenhauseinweisungen um 90% reduziert werden. Also zumindest mehrere Monate scheint es ja zu halten. Das ist ja schon mal was. Einer der großen Unbekannten bei der kommenden Welle ist deswegen der Anteil der Menschen in Risikogruppen, die sich noch einmal impfen lassen. Darauf wollen sie hinaus. Verstehe. Das ergibt dann natürlich Sinn, weil klar, das hält mehrere Monate, ne, aber es hält natürlich nicht von Saison zu Saison. Das wäre schön, tut's aber eben zumindest in den Risikogruppen zurzeit leider nicht. Das bedeutet, da ist dann eben der Booster vielleicht doch ganz interessant. Eine hohe Impfquote in diesen Gruppen verringert die Zahl Schwerkranker und Toter im Herbst und Winter. Eine niedrige Impfquote dort ließe die Wellen dagegen schwer verlaufen. Schwerer verlaufen, als es eigentlich sein müsste. Und diese zwei Sätze
müssen wir eigentlich nur wild in die Öffentlichkeit tackern, bis es jeder begriffen hat. Und dann läuft der Laden. Zugelassen ist die Auffrischungsimpfung Comirnaty XBB 1.1.5 gegen SARS-CoV-2 ab einem Alter von 6 Monaten. Die STIKO empfiehlt diese und weitere Impfungen derzeit jedoch nur für Menschen über 60 Jahre sowie Menschen mit Ärzten, Vorerkrankungen wie Diabetes oder Immunschwäche. Und ich verstehe nicht, warum. Ich will jetzt nicht wieder in einen STIKO-Rant ausbrechen. Wirklich nicht. Deswegen werde ich das jetzt aufs Nötigste beschränken. Ich werde einfach noch mal sagen, dass ich wirklich nicht, also, ne, wenn doch die Erkenntnis völlig klar ist, wenn sich die Leute nicht impfen lassen, könnte es heikel werden. Ne? Und ja, natürlich sind die Risikogruppen vorrangig betroffen. Aber eventuell ergibt es generell Sinn, dass einfach die Leute sich nochmal einen Booster absammeln. Und ich, ne, ich verstehe auch den Standpunkt der STIKO, die dann sagt, naja, wir müssen ja kein Medikament anwenden, wenn es nicht wirklich zwingend nötig ist. Ne, weil auch immer ein Eingriff und da soll man schonend mit umgehen und sparsam. Das verstehe ich alles. Aber ergibt es Sinn, dieses Prinzip auf Gedeih und Verderb durchzuziehen? Wenn wir gesehen haben, was die Konsequenz davon ist, wenn wir uns irren. Und nur die Risikogruppen zu impfen reicht eben doch nicht. Das kriegen wir doch nicht mehr eingefangen. Wenn wir es merken, ist der Zug abgefahren. Und dann sterben wieder Leute. Muss das sein? Kann man da nicht einmal irgendwie präventiv denken? Es heißt doch Impfprävention. Nicht Impfnotbremse. Ich weiß nicht. Die STIKO und ich, das wird nichts mehr, fürchte ich. Daneben sollten sich demnach auch Personen in Pflegeeinrichtungen sowie mit beruflich erhöhtem Infektionsrisiko impfen lassen, zum Beispiel Personal in Medizin und Pflege. Die US-Seuchenschutzbehörde CDC rät außerdem Schwangeren die Auffrischung und empfiehlt darüber hinaus, Kinder ab 6 Monaten impfen zu lassen. This totally makes sense. Ich sehe da schon einen Bruch in der Argumentation bei der STIKO, weil die ja sagt, wir haben eine gute Immunität bei Kindern, deswegen muss man da nicht mehr impfen, sagt Carsten Watzel. Aber wenn wir jetzt ein paar Jahre warten, dann haben bei der aktuellen STIKO-Empfehlung womöglich die neuen Jahrgänge keine gute Immunität mehr. Die STIKO sagt aber nicht, dass die Impfung für Kinder gefährlich sei, fügt der Forscher hinzu. Eltern können ihre Kinder also durchaus impfen lassen. Und hier muss ich halt sagen, wie drücke ich das aus? Die STIKO macht keine Realpolitik. Viele Ärzte da draußen impfen nicht, wenn die STIKO nicht empfiehlt. Sie dürfen es technisch gesehen, sie tun es aber nicht. Ich habe das Problem selbst gehabt. Bin mit meinem Kind ins Impfzentrum gegangen. Was wirklich nicht die Umgebung ist, in der man ein Kind impfen lassen möchte, das diese Erfahrung noch nicht gemacht hat. Es ist alles schick, war super tapfer, aber das ist schon nicht schonend und nett. Das ist halt schon eher Fließband.
So, weil der Kinderarzt gesagt hat, STIKO empfiehlt nicht, mache ich nichts. Und dieses Problem höre ich aus allen Ecken und Enden. Und da muss ich halt sagen, die STIKO denkt zu kurz. Sie denkt, sie denkt mir zu juristisch. Ich komme nicht umhin. Sie denkt mir in juristisch, weil sie die Sorge haben muss anscheinend, dass wenn sie was empfiehlt und da geht was schief, dass das dann ihr Kopf rollt. Ich weiß es auch nicht. Aber das ist so ein bisschen das, was ich schließe aus dem, wie sie sich verhält. Und es regt mich auf. Wir hatten das ja während der Pandemie, dass auch die STIKO so ein bisschen zögerlich damit war, die Corona-Impfung generell zu empfehlen oder irgendwie, was war das, der erste Booster oder schieß mich tot? Und die haben abgewartet, bis ein paar Millionen Amis geimpft waren, haben geguckt, ob die draufgehen und haben dann gesagt, nee, die Amis leben noch, ist sicher. Das ist an so vielen Enden falsch. Und es führt halt dazu, dass wir immer dem Geschehen hinterherrennen. Ne? Und ja, natürlich ist es formal richtig, wenn man sagt, naja, die STIKO verbietet ja nichts, kann sie gar nicht. Ärzte können mehr oder weniger machen, was sie wollen, sobald es zugelassen ist. Aber die Realität ist, dass sich so viele Ärzte und Ärztinnen da draußen daran an die STIKO-Empfehlungen halten, sklavisch, dass die STIKO-Empfehlung einer zweiten Zulassungsebene gleichkommt. Und das muss meiner Meinung nach die STIKO realisieren und muss das doch in ihre Entscheidungen mit einpreisen. Ja, natürlich, Rith, das ist ganz klar eine rechtliche Absicherung. Ich bin mir da sehr sicher. Ne? Das ist das Gebot des minimal nötigen Eingriffs in Kombination mit der rechtlichen Absicherung. Und die STIKO empfiehlt halt nicht, wenn es keine wissenschaftliche Sicherheit gibt. Und die wissenschaftliche Sicherheit gibt es halt erst, wenn irgendjemand anders es schon ein paar Mal genommen hat und nicht dran draufgegangen ist. Immer salopp formuliert. Aber es führt halt dazu, dass die STIKO immer andere Länder als Laborratten benutzt. So, jetzt mal wirklich hart formuliert. Und wenn es bei denen funktioniert, empfehlen sie es auch hier. Und da muss ich halt sagen, das geht wunderbar in einem Szenario, das sich sehr langsam bewegt. Ne? Meistens ist ja das Impfbusiness nicht so schnell. Da finde ich das fair. Ne? Aber die STIKO hat es einfach verpasst, in einen Pandemie-Modus zu schalten, wo einfach es einen Unterschied macht, ob man einen Monat früher oder später anfängt, die Leute zu impfen. Und ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass die fehlende STIKO-Empfehlung für die Covid-Impfung Menschenleben gekostet hat. Und das müssen die sich ans Bein binden. Das sage ich denen ins Gesicht, das ist kein Problem. Und sie mögen ihre Gründe gehabt haben. Vielleicht waren die sogar gut. Aber es hat keiner verstanden. Und das ist meiner Meinung nach das Problem. Das ist mindestens kommunikativ ganz gruselig gewesen. So, jetzt war es doch ein STIKO-Rant. Es tut mir leid. Ob
gesunde Erwachsene an diesem Punkt ebenfalls vom Booster profitieren, ist dagegen unklar. Wer schon mehrfach geimpft und womöglich auch infiziert war, hat einen sehr lang anhaltenden Schutz vor schweren Erkrankungen. Der Schutz vor Infektionen selbst fällt dagegen vergleichsweise schnell ab. Allerdings ist er keineswegs zu vernachlässigen. Er liegt dort Watzel auch ein Jahr nach der letzten Corona-Impfung oder Infektion grob bei 50%. Für den Forscher ist das aber weniger relevant. Für mich ist eigentlich das Wichtigste, dass wir ja nicht die Infektion per se kontrollieren oder verhindern, sondern dass wir die schweren Erkrankungen verhindern. Richtig? Aber wenn wir im Gesundheitssystem mit sowieso schon mit einem Personalmangel konfrontiert sind, dann reicht es nicht aus, nur die schweren Erkrankungen zu verhindern. Wenn also die Aussage, es könnte sein, dass es im Gesundheitsbereich mit den Leuten nochmal knapp wird, wenn jetzt wieder Leute an Corona erkranken, in einer relevanten Menge, wenn wir diese Aussage ernst nehmen und mit ihr arbeiten wollen, ergibt es Sinn, ich sage es mal, das Ziel zu verschieben. Natürlich ist das vorderste Ziel, die schwere Erkrankung zu verhindern. Da sind wir uns alle einig. Und das ist im Zweifel ein Ziel, wo tatsächlich die Impfung in der gesunden Erwachsenenperson keinen Beitrag leistet. Oder keinen großen zumindest. Bin ich dabei. Wenn wir jetzt aber sagen, im gesunden Erwachsenen ist Verhinderung der schweren Erkrankung auch nicht das Ziel, denn das ist nicht unser Problem in einem Großteil der arbeitenden Bevölkerung, sondern unser Problem ist, dass die alle mit grippalem Infekt, also mit Erkältungssymptomen zu Hause liegen und 38 Fieber und nicht arbeitsfähig sind. Na? Und auch, also selbst wenn sie arbeitsfähig wären, nicht zur Arbeit gehen können, weil sie im Gesundheitssystem arbeiten und ihre PatientInnen anstecken würden. Also, siehe großzügig mit dem Krankenstand arbeiten, dann ergibt es halt plötzlich Sinn, doch wieder einen Haufen Leute zu impfen, einfach nur um zu verhindern, dass Leute zu Hause sitzen müssen, und sei das mit einer leichten Erkrankung, die wir anderswo bräuchten. Ne? Da verschiebt sich einfach das Problem aus der Intensivstation in die Personalabteilung, ne? Ins Personalmanagement. Und im Grunde impfen wir fürs Personalmanagement. Das ist blöd, wenn man drüber nachdenkt. Aber so ist die Lage. Und wir werden damit leben müssen. Für den Forscher ist das aber weniger. Achso, nee, das hatten wir schon. Ich habe nur die Markierung nicht verschoben. Der Haken dabei sind allerdings die Langzeitfolgen der Infektion. Ach so, der Infektion. Ja, das ergibt Sinn. Dass sich Menschen mit dem zirkulierenden Virus anstecken, lässt sich zwar durch geeigneten Infektionsschutz reduzieren, aber eben nicht vollständig verhindern. Und damit auch nicht, dass immer wieder Menschen nun Covid und dergleichen entwickeln. Das ist übrigens der nächste Faktor, ne? Ja, du verhinderst die schweren Erkrankungen. Und damit, ne, verschiebt sich auch nochmal unser Impfziel. Ne? Es ist, wenn wir Long-Covid und andere Langzeitfolgen mit bedenken, ist es nicht ausreichend zu sagen, ja, naja, da impfen wir nur die ein Risiko haben, schwere Erkrankungen zu kriegen. Denn die Impfung hilft nach allem, was wir bisher wissen, auch dabei, andere Langzeitfolgen zu verhindern. Ja, es gibt einen ganz marginal kleinen Teil der Leute, die diese Langzeitfolgen aus den Impfungen kriegen. Die gibt es, das muss man anerkennen. Aber es sind so, so, so viel weniger als die Menge der Leute, die betroffen wären, wenn wir nicht impfen würden. Und die Wahrscheinlichkeit, dass diese Leute, die
die Folgen aus der Impfung gekriegt hätten, sie auch aus der Infektion gekriegt hätten, die sie ja nicht verhindern können, weil das Virus zirkuliert ja nun mal. Dementsprechend können wir mit der Impfung nur gewinnen. Und deswegen bin ich halt auch durchaus ein Verfechter davon zu sagen, so, nee, nicht nur Leute Ü60 und Immunsupprimierte und die üblichen die üblichen Risikogruppen. Sondern eigentlich müssten wir durchaus breit nochmal auffrischen, ne? Auch wegen der Langzeitfolgen. Hallo Rebundo, schön, dass du reinschaust. Gibt es wieder Impfdiskussionen? Im Grunde dieselben wie immer. Es ist jetzt auch nicht so, dass die sich in der Öffentlichkeit wieder breit gemacht haben, ne? Aber wir lesen gerade einen Artikel zum kommenden Winter und der Prognose, wie es Covid und generell atemwegsinfektionstechnisch aussehen könnte. Und da gehört die Impfdiskussion irgendwie mit rein. Weil es jetzt eben Boosterimpfungen gibt. Und da kann man natürlich über Sinn und Unsinn dieser Boosterimpfungen diskutieren. TLDR von dem, was ich letzte halbe Stunde erzählt habe, ich sehe durchaus einen Sinn. Ne? Wird es wieder so komische Spaziergänge geben? Ich glaube nicht, nein. Weil eine Impfpflicht nicht kommen wird und damit haben die keinen Grund mehr rauszugehen. Die chronifizierten Verläufe sind schon ein Problem, sagt Watze. Da verstehe ich auch, dass sich Betroffene von den Kopf gestoßen fühlen, wenn man sagt, die Grundimmunität reicht aus. Danke. Neben Long-Covid verursacht die Infektion chronische Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes. Impfungen und bereits durchgemachte Infektionen bieten einen Teilschutz, der aber keineswegs vollständig ist. Was ist schon vollständiger Schutz? Also, das ist uns ja allen klar, dass es 100% in der Wissenschaft nicht gibt, ne? Aber wenn du in der Schießerei einen Helm trägst, verhindert das auch nicht zu 100%, dass du stirbst, wenn du getroffen wirst. Trotzdem würdest du ja ganz klar in der Schießerei einen Helm tragen wollen. Ne? Nach wie vor ist unklar, wie oft solche Langzeitfolgen tatsächlich auftreten und wie stark Impfungen ihre Wahrscheinlichkeit verringern. Wie gesagt, wir haben einige Hinweise darauf, dass sie helfen. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Aber ich finde die Datenlage schon ganz passabel. Besonders bei Long-Covid fehlt eine einheitliche Definition des Krankheitsbildes. Das ist halt eher das Problem, ne? Dass man nicht so richtig weiß, wonach man eigentlich sucht. Die Datengrundlage ist unsicher. Carsten Watzel bewertet das individuelle Risiko insgesamt als relativ gering. Für viele Menschen sei die Infektion womöglich weniger gefährlich als der Weg zur Arbeit. Möglich? Ja. Trotzdem tragen wir im Auto auf dem Weg zur Arbeit einen Sicherheitsgurt. Und ist kuscheln gekommen. Was ist denn heute mit den Tierchen los? Wenn ich so etwas kriege, ist natürlich völlig egal, ob ich vorher ein niedriges Risiko hatte, schränkt er allerdings ein. Sie merken, ich bin da hin und her gerissen. Und ich bin halt tatsächlich der sagt, also better safe than sorry. Ne? Ja, eine Impfung ist ein Medizinprodukt und man sollte die Anwendung sorgsam abwägen. Ich würde aber behaupten, wir sind inzwischen ganz gut darin einzuschätzen, wem diese Impfung hilft und also wer diese Impfung verträgt und wer nicht. Und wenn euer Arzt keinen Grund nennt, warum ihr sie definitiv nicht kriegen solltet, dann sehe ich keinen Grund, sie liegen zu lassen. Bei den Langzeitfolgen von Infektionen ist Covid-19 jedoch keineswegs das einzige Problem. Auch bei anderen Erkrankungen wie Grippe treten in den Monaten nach der akuten Krankheit Schlaganfälle, Entzündungen der Blutgefäße und schwere bakterielle Infektionen auf. Dass Virusinfektionen die Wahrscheinlichkeit für Autoimmunerkrankungen erhöhen, ist ebenfalls lange bekannt.
Das respiratorische Syncytialvirus RSV kann langfristige Schäden an den Atemwegen verursachen und dass die mysteriöse Krankheit MECFS, das chronische Erschöpfungssyndrom, allgemein mit Infektionen zusammenhängt, vermuten Fachleute nicht erst seit SARS-CoV-2. Ich gucke dich an, Epstein-Barr-Virus. Wobei auch andere Herpesviren diskutiert werden. Herpesviren generell ganz furchtbare, furchtbare Geschichte, aber das sind ganz schön hinterlistige kleine Biester. Nach allem, was man so vermutet. Deswegen ist der bisher moderate Anstieg der Corona-Fallzahlen keineswegs Anlass zur Entwarnung. Wenn das Wetter kühler wird und sich die Menschen mehr in Innenräumen aufhalten, werden die Ansteckungen zunehmen. Auch mit anderen Atemwegsviren, die ebenfalls zur Belastung des Gesundheitssystems beitragen. Die respiratorischen Infektionen sind ein wichtiger Faktor in der allgemeinen Krankheitslast in Deutschland, sagt Berit Lange. Das ist tatsächlich richtig. Behaupte, aus den Infektionskrankheiten sind die respiratorischen Infektionen fast die bedeutendste Gruppe an Infektionen. Also was heißt fast? Ich behaupte, das ist die bedeutendste Gruppe an Infektionskrankheiten. Was ist eigentlich deine Meinung zu dieser Impfopferdiskussion? Du meinst, die Diskussion um Leute, die Schäden von den Impfungen gekriegt haben, nehme ich an? Habe ich im Grunde gerade schon erzählt. Ja, es gibt Leute, die definitiv unschöne Reaktionen auf die Impfung gezeigt haben. Das ist Realität. Und das ist natürlich, wenn man den Einzelfall betrachtet, mega scheiße. Keine Frage. Meine Gedanken dazu sind aber wie folgt. Punkt 1, das sogenannte Post-Vax-Syndrom, ne? Also irgendeiner Weise negative, dauerhaft negative Reaktionen. Ne? Wir reden nicht von, oh, mein Arm tut weh oder ich habe mal ein bisschen Fieber, sondern wirklich dauerhafte oder langanhaltende negative Reaktionen auf die Impfung sind sehr, sehr selten. Seltener als viel, viel seltener als negative, langanhaltende Reaktion auf die Infektion. Das heißt, schon da, ne, ist, wenn man sich entscheiden muss, Impfung, Infektion, die Impfung zu bevorzugen, weil das einfach das niedrigere Risiko birgt. Und dann kann man halt noch argumentieren, wenn du eine Person bist, die von einer Impfung eine negative Reaktion, also erleidet. Was wäre dir passiert, wenn du ohne die Impfung auf eine Infektion getroffen wärst? Das ist rein spekulativ, ne? Aber ich würde behaupten, die Wahrscheinlichkeit steht ganz gut, dass das schlimmer gelaufen wäre. Und es ist sehr makaber, so zu argumentieren, aber da muss man dann im Zweifel sagen, so kacke es jetzt ist, ist es nicht vielleicht, hätte es nicht vielleicht schlimmer sein können. Weil sind wir mal richtig, das Szenario, ich lasse mich nicht impfen und ich erkranke nicht an Covid, das ist unrealistisch. Also es sei denn natürlich, ne, jetzt zieht irgendwie tief in die Anden und lebt dann in einer Berghütte. Ich gucke mir tatsächlich aktuell mit viel Aufmerksamkeit RSV und Influenza an. Auch wenn hier der Anstieg vermutlich erst in einigen Wochen deutlich werden wird, sagt sie ebenfalls. Ich will eine mögliche neue SARS-CoV-2-Welle, zum Beispiel durch die neuen Varianten, nicht abtun, auch im Hinblick auf Langzeitkomplikationen. Aber aktuell wirkt sich der Anstieg der Infektionen noch nicht sehr auf die Belastung des Krankenhaussystems aus. Oder auf irgendwas anderes, ne? Bis auf die Leute, die es halt trifft.
Frage bezog sich eher auf den Umgang der Behörden und Medien. Während der Krise selbst hat man ja nichts gehört. Oder war es Strategie, es runterzureden und in der Masse keine Angst zu schüren? Ich überlege gerade, wann ich das erste Mal bestätigte Fälle gehört habe. Ich würde nicht sagen, es ist unter den Tisch gekehrt worden. Das kam natürlich kurz nach den Impfungen nicht auf, weil so eine Langzeitwirkung einen Moment brauchen, um sich zu manifestieren. Und wir in der Wissenschaft brauchen halt ein Weilchen, um diese, ne, diese Post-Vax-Syndrome von einer unerkannten Infektion zum Beispiel zu unterscheiden. Und das ist tatsächlich gar nicht so trivial. Ja. Bis du dann genug Leute zusammen hast, die dieses ultra seltene Post-Vax-Syndrom vermeintlich haben, die dann tatsächlich auch nachweislich keine Corona-Infektion durchgemacht haben, das musst du ja zuverlässig ausschließen können. Ne? Und dann kriegst du irgendwie genug zusammen, um da irgendwie eine Form von Studie mitzumachen. Das hat einfach gedauert. Ne? Weil du musst registrieren, dass das Problem existiert. Ne? Das heißt, da musste schon mussten erstmal Fälle gefunden werden, die deutlich genug anders sind, als das alles, was Long-Covid und Co. war. Dann kommt natürlich dazu, dass die ganze, ja, die Impfung ne, schlimme Dinge getan, dass das natürlich überlaufen war mit Schwurblern. Die musst du auch noch aussortieren. Es war einfach ultra schwer, bis du eine Datenbasis hattest, auf der du arbeiten konntest, das überhaupt erstmal hinzukriegen, ne? Bis du dann da auch tatsächlich Ergebnisse rausgekriegt hast. Und so ganz eindeutig ist es ja immer noch nicht. Aber bis der Verdacht so weit erhärtet war, dass wir aus der Wissenschaft raus sagen konnten, okay, offensichtlich ist dieses Post-Vax-Syndrom irgendwie ein Ding. Das hat einfach gedauert. Und zwar richtig lange. Ja? Weil du ja dafür wieder ganz, 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 ganz viele Leute impfen musstest, damit die Anzahl der Leute mit Post-Vax-Syndrom so groß wurden, dass die aufgefallen sind. Und das hat einfach gedauert. Was auch wieder dafür spricht, ne, wie selten diese Reaktionen waren. Das ist genauso wie mit diesen Herzbeutelentzündungen nach der AstraZeneca- oder Johnson-Johnson-Impfung. Das war ein Ding. Das ist in den Studien aber nicht aufgefallen, weil das zu wenig Leute waren. Und erst als diese Impfungen ausgerollt waren, trudelten diese Meldungen ein. Dann hat es noch ein Weilchen gedauert, bis man sich sicher war, okay, das sind nicht Leute, die zufällig in Nähe der Impfung eine Herzbeutelentzündung gekriegt haben, die sie vielleicht sowieso gekriegt hätten, sondern das ist jetzt tatsächlich was, wo eventuell ein Zusammenhang besteht. Bis das dann soweit erhärtet war, dass man wusste, okay, ja, diese Herzbeutelentzündungen sind tatsächlich oder mit einer sehr, sehr, also mit einer großen Wahrscheinlichkeit eine Folge der Impfung, das hat einfach auch gedauert. Ne? Ging aber natürlich schneller als im Fall des Post-Vax-Syndroms, weil es mehr Fälle waren. Da war also einfach schneller klar, das ist ein Ding und es besteht ein Zusammenhang, also müssen wir was machen. Das hat beim Post-Vax-Syndrom einfach länger gedauert. Und deswegen gab es eben in dieser
großen Impfphase keine Berichterstattung. Weil es gab keine Erkenntnis. Ne? Ja, es werden sicherlich schon ein paar Leute da gewesen sein, die berechtigterweise gesagt haben, die Impfung hat mir geschadet. Die wird es garantiert gegeben haben. Aber bis du wissenschaftlich dann einen Griff dran gekriegt hast, ne? Das hat einfach gedauert. Richtig lange. Und das, da kann ich nicht mal sagen, da hätten wir was anders machen müssen, weil da konntest du nichts anderes. Es ist, diese Dinge dauern einfach Zeit. Das ist leider einfach so. Bis du die paar Leute, die berechtigte Impfschäden hatten, raussortiert hattest aus denen, die Aufmerksamkeit wollten, einfach nur stänkern, aus ideologischen Gründen das begründen, also das erklärt haben oder einen Nocebo-Effekt oder sowas hatten, bis du aus dieser Flut die paar rausgepickt hattest, die wirklich ein Problem hatten. Hans Böhmermann und so weiter waren ja schon sehr deutlich, obwohl ja offensichtlich noch nichts klar war. Ich muss zugeben, ich habe jetzt aus dem FF nicht parat, wie sie sich zu welchem Zeitpunkt geäußert haben. Natürlich war lange das Credo, die Impfung ist sicher, ne? Weil das der Wissensstand war. Und natürlich haben wir auch erstmal, ne, alle, die irgendwie gebrüllt haben, die Impfung schadet mir, in die Aluhut-Ecke und in die Impfverweigerer-Ecke gesteckt. Und in 95% der Fälle hatte man damit ja recht, das ist ja das Problem. Gefühlt gab es nur noch die Guten und die Bösen. Was soll ich dazu sagen? Ne? Ich kann mich nur wieder wiederholen. Man hätte es nicht unterscheiden können, selbst wenn man es versucht hätte. Und ein sehr großer Anteil von denen, die über Impfschäden geblubbert haben, waren eben nun mal leider die Leute mit dem Aluhut. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Ne? Wir konnten zu dem Zeitpunkt nicht wissen, dass wir ein paar wenige Betroffene in Geiselhaft nehmen mit diesen Leuten und wir konnten vor allen Dingen, wir hatten keine Chance zu unterscheiden, wer ist. Was wir uns aber auch nicht leisten konnten, war, jeden Einzelnen ernst zu nehmen. Weil dann wäre die Stimmung, also da hast du dann wieder, ne, auch wieder so ein bevölkerungspolitisches Dings, weil dann wäre die Stimmung gegen die Impfung gekippt. Jetzt stell dir mal vor, wir hätten jeden, der gesagt hätte, ich habe einen Impfschaden, zum Protokoll genommen, ernst genommen, das auch so nach außen kommuniziert. Ne? Natürlich wird dieser Fall abgeklärt, medizinisch und so weiter und so fort. Aber wenn wir sofort kommuniziert hätten, wir haben so und so viele Leute, die Impfschäden haben, allein auf Basis von denen, die sich selbst melden, ne? Da hätte die Impfkampagne nicht den Erfolg gehabt, den es hatte und sie lief jetzt schon eher so mittel, wenn wir mal ehrlich sind. Ne? Ja, wir haben irgendwann 75% Impfquote erreicht und das war dann auch schon irgendwie okay, aber gerade so die letzten 5 bis 10 Prozentpunkte war schon eher so hängen und würgen. Und da kommt also durchaus auch der kommunikative Aspekt wieder mit rein, ne? Dass du dir natürlich genau überlegst, welche Zweifel du zulässt und über was du drüber bügelst, wenn es um das große Ganze geht. Ja? Was nicht heißt, dass das in der Wissenschaft nicht ernst genommen wurde. Es bedeutet einfach nur, es wurde wahrscheinlich vermieden, es zu thematisieren, solange noch nicht klar war, dass es eine reale Geschichte ist. Und da kann man sich natürlich drüber streiten, ne? Dessen bin ich mir auch sehr bewusst. Ich bin aber überzeugt davon, dass es in Krisenzeiten manchmal klare Aussagen braucht
und klare Standpunkte und klare Weisungen. Das haben wir auch nicht immer hingekriegt. Aber wir haben auch gesehen, was passiert, wenn man anfängt, Diskussionen zuzulassen in einer Situation, in der man eigentlich geschlossen in eine Richtung laufen müsste. Ich finde es übrigens sehr ironisch, dass ein gewisser blauer faschistischer Flügel da in unserem Parlament genau in dem Moment, in dem sich Leute vorne hinstellen und sagen, ich weiß, was Sache ist, folgt mir. Fast so, als hätten wir so eine Art an, Klammer auf Klammer zu, Führer. Dass genau die nicht gesagt haben, ja, endlich, sondern genau die angefangen haben, Querelen zu machen, nur weil sie es nicht waren, die vorne an der Spitze standen. Die sind nicht mal ihrer eigenen Ideologie treu. Was soll man da noch zu sagen? Blau oder türkisblau? Die Türkisblauen waren damals noch nicht türkisblau. Aber über die anderen habe ich mich dazwischendurch auch schon geärgert. Ja. Selbst wenn die akute Corona-Welle womöglich vergleichsweise moderate Folgen haben wird, ist sie nur eine Komponente der Erkältungssaison. Ja, das ist durchaus relevant. Ne? Also, diesen Winter wird Corona nicht alleine das Bild bestimmen. Wir werden eine Kombinationseffekte haben aus Covid, aus RSV-Infektion und aus Grippe. Und ich behaupte, es kann keiner zu diesem Zeitpunkt vorhersagen, wie schlimm es wird. Es ist alles möglich zwischen. Es passiert einfach nichts und oh mein Gott, das wird die Hölle. Politiker sind ja keine Wissenschaftler, was auch komisch war. Fand ich nicht. Politiker sollen ruhig Politiker sein. Da bin ich fein mit. Die Wissenschaftler dürfen schon gerne in den Expertenräten sitzen, da gehören sie hin. Und das ist grundsätzlich auch okay, wenn der Expertenrat eine Weisung gibt und der Politiker entscheidet sich dagegen, ihr zu folgen. Da bin ich völlig fein mit. Aber das muss begründet werden. Und zwar faktenbasiert. Und das ist der Teil, wo es gehapert hat. Ne? Der Expertenrat hat gesagt, wir müssen alles dicht machen. Ne? Oder was auch immer. Und die Politik hat gesagt, guck mal, Inzidenz ist doch erst 60, lass mal abwarten. Und hat aber nicht gesagt, was sie motiviert, die Entscheidung anders zu treffen. Ne? Es kann ja durchaus sein, dass die Wissenschaft A sagt und die Politik sagt, aber wir müssen weitere Faktoren bedenken. Zum Beispiel Bildungsdinge, rechtliche Sachen, Soziales etc. pp. Aber ich finde, da musst du halt auch dich öffentlich hinstellen und sagen, Expertenrat sagt A, wir machen B, weil. Und das ist halt nicht passiert. Hallo Schinkengatzer. Wenn die Begründung die Sonntagsumfrage eine Neuwahl oder eine Beförderung ist, ist es aber nicht zum Wohle aller. Richtig. Völlig richtig. Aber da finde ich dann, da muss man entweder der Fairness halber transparent sein oder seine Entscheidung überdenken, wenn man nicht bereit ist, die Begründung in der Öffentlichkeit auszusprechen. Da muss ich halt sagen, Und eigentlich muss ich mich da auch schon wieder einfangen, denn ich bin der Meinung, es darf durchaus Entscheidungsbegründungen geben, die nicht in die Öffentlichkeit gestellt werden.
nicht immer ist eine Entscheidung. Ja, wobei, ich ziehe das zurück. Doch, eigentlich musst du die Entscheidung in der Öffentlichkeit begründen. Egal, wie unangenehm das ist. Wenn es eine unangenehme Wahrheit ist, die die Öffentlichkeit nicht versteht, musst du sie so kommunizieren, dass die Öffentlichkeit sie versteht. Punkt aus. Putz mal kurz die Nase. So. Ja, Mandul, es braucht Argumente und Eier, das ist schon richtig, ne? Es geht auch ohne eins von beidem, aber ohne beides ist halt schwierig. Ich unterstelle aber tatsächlich gerade. Der großen Koalition in relevanten Teilen während der Corona-Pandemie, dass sie nicht die Interessen der breiten Bevölkerung vertreten haben, sondern möglicherweise hauptsächlich wirtschaftliche. Und ich weiß, also, ne? Da würde mich wirklich eine Analyse von Fachleuten interessieren, wie viel schlechter wir wirtschaftlich durch die Pandemie gekommen wären, wenn Dinge anders gelaufen wären. Ich finde es bedenklich, wenn ein Wissenschaftler gleichzeitig Politiker ist. Mir fällt es dann schwer, die Lauterkeit der wissenschaftlichen Aussagen nicht zu hinterfragen. Finde ich fair. Ne? Als Politiker hast du im Zweifel mehrere Agendas. Zumindest wird dir die Öffentlichkeit das andichten, unabhängig davon, ob es wahr ist. Da bleibt dir als Politiker, ne, wenn du dir den Lauterbach anguckst zum Beispiel, das wäre ja so ein Fall, der muss sich halt den Faktenchecks stellen. Und wenn die Faktenchecks feststellen, er steht auf dem Boden der Wissenschaft mit seinen Aussagen und seinen Entscheidungen, dann ist das fein. Also da musst du dich dann einfach bewähren, ne? Und im Zweifel auch immer wieder hinterfragen lassen, aber das solltest du als Politiker sowieso können. In den letzten beiden Jahren hat vor allem das respiratorische Syncytialvirus ungewöhnlich heftige Krankheitswellen verursacht, die speziell starke Auswirkungen auf kleine Kinder haben können. Die Gründe dafür sind nach wie vor unbekannt, sagt Lange. In unserer wissenschaftlichen Arbeit versuchen wir aktuell zu verstehen, welche Rolle zum Beispiel die Erwachsenen bei der Übertragung von RSV spielen. Das ist sehr wichtig, um die Dynamik des Erregers in Zukunft besser vorhersagen zu können. Da muss ich zugeben, es ist schon ein bisschen verdächtig, dass RSV im Rahmen der Corona-Pandemie, also quasi im Nachgang, so einen Aufschwung hatte. Das kann Zufall sein, aber Nachtigallik hört dir trapsen. In sehr vorläufigen Daten aus noch nicht veröffentlichten Bevölkerungsstudien sehe ihr Team Hinweise darauf, dass es 2022 insgesamt mehr Reinfektionen bei Erwachsenen gab als 2021. 2021 waren dagegen in höherem Maße die Altersgruppen betroffen, die als Familien zusammenleben. Es sei allerdings schwer zu sagen, was das bedeute, erklärt die Epidemiologin. Eine Möglichkeit sei, dass RSV 2021 wegen der noch bestehenden Kontaktbeschränkungen zu dieser Zeit vor allem in den Familien zirkulierte. Im Jahr danach waren dann die zuvor verschont gebliebenen Altersgruppen betroffen und ein höherer Anteil der Reinfektionen fand durch Kontakte außerhalb des Haushalts statt. Das sind generell eine Effekte. Hallo LeTV, schön, dass du reinschaust. Ne, von denen wir ja vorhin schon gesprochen haben, ne, diese nachgeholten Kinderkrankheiten. Ne, ist bei RSV ja mehr oder weniger genauso. Dass da eben mehrere Generationen an Kindern
bestimmte Infekte zeitgleich durchmachen, ne, was sich sonst auf 3 Jahre verteilt hätte. Das sind durchaus Effekte, die wir sehen, ne, aber das bedeutet eben nicht, ne, das Immunsystem ist nicht trainiert. Das bedeutet einfach nur, die hätten eine Krankheit, die sie normalerweise sowieso gekriegt hätten, ne, aber über einen größeren Zeitraum verteilt, kriegen sie jetzt halt alle auf einmal. Das Bild, das sich 2022 zeigt, entspreche möglicherweise eher dem vorpandemischen Normalzustand, sagt Lange. Was genau das für die 2023 zu erwartende Welle bedeutet, sei schwer vorherzusagen. Natürlich könnte aber eine weitere starke RSV-Welle den Gesundheitssektor durchaus erneut stark belasten. Das kann uns speziell in den Kinderstationen Probleme bringen, wie in den letzten 2 Jahren. Seit Mitte des Jahres ist immerhin ein RSV-Impfstoff für Schwangere zugelassen, der zugleich den Säugling schützt. Ist der denn schon von der STIKO empfohlen? Und wehe nicht, ich sag euch. Interessiert mich jetzt. Huch, das ist aber toll, dass Adblock Plus aktualisiert wurde. STIKO RSV, sag doch mal an. Ist hier mit drin, präventiv Infektionen. Die sind hier noch nicht up to date. Das RKI hilft uns nicht weiter. Umfassende STIKO-Empfehlung zur RSV nicht in Sicht. Vor 5 Tagen schreibt die Ärztezeitung. Ich könnte sie würgen. Was ich natürlich nicht mache. Hatte ich hier nicht mal Zugriff? Ich bin der Meinung, ich habe die Ärztezeitung schon mal gelesen. Oder war das über meinen Institutszugang? Ich bin irritiert. Okay. Naja. Im Zweifel muss uns der Klappentext genügen. Hier schreibt der Hausarzt im Grunde dasselbe. Kann man das lesen? Cookies brauche ich nicht. Für den Herbst können Ärzte und Ärzte wohl keine klare Richtschnur der ständigen Impfkommission im Robert-Koch-Institut rechnen, welche Patientinnen und Patienten gegen das respiratorische Syncytialvirus geimpft werden sollen. Das hat Professor Klaus Überler, Sprecher der STIKO-Arbeitsgruppe RSV, am Montag, 18. September, also vor 5 Tagen, in einer Expertenrunde von Journalisten in Aussicht gestellt. Die STIKO arbeitet derzeit noch verschiedene für eine offizielle Empfehlung nötige Aspekte, etwa eine Modellierung zum möglichen Einfluss der Impfstoffe auf die RSV-Verarbeitung in der Bevölkerung. Verbreitung in der Bevölkerung, Verzeihung, laut Überla sei nicht zeitnah damit zu rechnen, dass die nötigen Daten für eine STIKO-Empfehlung vorliegen. Ich weiß nicht, Leute. Möglicher Einfluss der Impfstoffe auf die RSV-Verbreitung in der Bevölkerung. Ich verstehe nicht, was Sie da sehen wollen. Ich meine mal ohne Scherz. Die Impfung wird ja die Verbreitung nicht verschlimmern. Das wäre ja unsinnig.
Also gewinnen wir im Zweifel halt einfach wenig bis nichts. Aber also wo ist denn das nachteilig? Ich meine, ich weiß jetzt nicht, was die Impfung für eventuelle Nebenwirkungen etc. pp. Hat. Aber ich verstehe diese Zögerlichkeit nicht. Also rein so aus Aspekten der öffentlichen Gesundheit ist eine Krankheit verhindert doch eine gute Krankheit, oder nicht? Vielleicht entgehen mir da Dinge. Vielleicht frage ich da mal Kollegen zu, das würde mich echt interessieren. Nochmal Nase putzen, Verzeihung. Also vielleicht übersehe ich da was ganz Entscheidendes, ich banause. Bin ja nun kein Vollblut-Epidemiologe, aber ich sehe, also es klingt, als wäre ein negativer Effekt zu erwarten, der Impfung auf die RSV-Verbreitung in der Bevölkerung. Und ich sehe einfach nicht, wie in welchem Szenario das stattfinden könnte. Hi. Die Grippe verursachte in der letzten Wintersaison ebenfalls eine recht schwere Welle, die zur allgemeinen Krankheitslast auch in den Kliniken beitrug. Hinzu kommt, dass das Influenza-Virus sehr schwer berechenbar ist. Grippe ist aus meiner Sicht aktuell noch weniger vorhersehbar als RSV, sagt Lange. Influenza ist variabler, was die Viruslinie angeht und wie eine Saison verlaufen kann. Das Wahres und wird es immer sein, Grippe ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man kriegt. Also außer Grippe. So wie Pralinen. Ne? In einer Schachtel Pralinen sind mit großer Wahrscheinlichkeit Pralinen. Er versteht, wo das Bild funktioniert. Ne? Was drauf und drin ist wiederum. Womöglich ist das Gesundheitssystem auf die Kombination dieser Infektionen nicht gut vorbereitet. Unser größtes Problem auf den deutschen Intensivstationen ist der Personalmangel gerade im Pflegebereich, sagt der Intensivmediziner Kluge. Wir wissen von vielen Berichten sowie Daten aus dem Register, dass rund 25% der deutschen Betten wegen Personalmangel nicht betrieben werden können. Tja, das konnte ja keiner kommen sehen. Genauso wenig wie den Personalmangel im Bildungsbereich. Das ist auch kaum, das ist so völlig überraschend auf uns zugerollt. Diese ganzen Leute, die plötzlich in Rente gegangen sind. Die Intensivstationen seien schon jetzt sehr gut ausgelastet. Wenn dann noch Patienten mit Corona, Grippe und anderen Virusinfektionen dazukämen, sei das problematisch. Gerade wenn das Personal gleichzeitig noch erkranke. Das ist derzeit meine größte Sorge, sagt Kluge. Und er tut gut daran, denn ich denke, das ist auch einer der Hauptfaktoren. Neue, ansteckendere Corona-Varianten könnten dieses Problem noch einmal verschärfen. Gleich mehrere neue Varianten scheinen derzeit das Potenzial zu haben, den bisherigen Variantenzoo zu verdrängen. Variantenzoo ist ein Wort, das ich erstaunlich gerne mag. Und eine Variante, die sich gut genug verbreitet, um die anderen Viruslinien verschwinden zu lassen, erzeugt auch eine stärkere Ansteckungswelle. Die Veränderungen zum Beispiel in der Übertragbarkeit oder Immunflucht durch neu entstehende Varianten beeinflussen aktuell die Infektionsdynamik von SARS-CoV-2 noch mehr als die saisonalen Veränderungen der Kontaktintensität, als das bei RSV und auch eingeschränkt bei der saisonalen Grippe der Fall ist, sagt Berit Lange, und diesen Satz hat keiner verstanden.
Der war lang und da waren ein Haufen Worte drin mit zu viel Silben. Also. Veränderungen in Übertragbarkeit oder Immunflucht. Ne, das ist das, was ursprünglich ja, also was normalerweise eine Virusvariante effizienter macht als eine andere. Durch neu entstehende Varianten, klar, ne, neue Varianten sollten, wenn sie sich durchsetzen wollen, übertragbarer sein und oder eine bessere Immunflucht haben, damit sie vom Immunsystem nicht so doll angegriffen werden. Die beeinflussen dann natürlich die Infektionsdynamik, ne, weil wenn das eine Virus effizienter ist als das andere, dann logisch kommt es zu mehr Infektionen. Und diese ganze Varianz ist größer als die saisonalen Veränderungen der Kontaktintensität. Also hier geht es darum, wie oft trifft man Leute, ne? Damit nimmt sie Bezug, die gute Frau Lange, darauf, dass wenn es draußen kalt ist, wir uns drinnen treffen. Das heißt, der Kontakt wird intensiver, weil statt irgendwie draußen im Freien, ne, auf einer Wiese zu sitzen, sitzen wir drinnen, Schulter an Schulter, gequetscht auf dem Sofa. So. Und jetzt kommt der Teil, den ich irgendwie nicht dazu kriege. Beeinflussen aktuell die Infektionsdynamik Verzeihungsgebiet noch mehr als die saisonalen Veränderungen der Kontaktintensität. Bis hierhin ergibt das Sinn, als das bei RSV und auch eingeschränkt bei der saisonalen Grippe der Fall ist. Es ergibt als Nachsatz irgendwie wenig Sinn. Aber ich vermute, sie möchte uns sagen, dass die Varianz bei SARS-CoV-2 einfach zurzeit größer ist als bei RSV und Grippe. Ne? Selbst bei Grippe, wo ja die Varianz durchaus gegeben ist. Weshalb da einfach die größte Unsicherheit liegt. Das ist im Endeffekt so ein bisschen die Quintessenz, die man aus dem Satz zu ziehen hat. Einerseits entstehen immer neue Abkömmlinge von aktuell zirkulierenden Stämmen, die sich in wenigen Positionen in der Bindungsstelle für Antikörper unterscheiden und deswegen weniger gut erkannt werden. Ne? Spike-Protein wird verändert. Antikörper kann nicht mehr so gut binden. Das ist der Effekt, der hier beschrieben wird. Die prominentesten Vertreter dieser Entwicklung sind derzeit EG5 und FL.1.5.1. Was ist denn mit meiner Nase gerade los? Da kam ein Allergen geflogen. Im Lauf der Virusevolution können solche Varianten durchaus einen deutlichen Verbreitungsvorteil entwickeln und stärkere Infektionswellen auslösen. Die Abkömmlinge von EG5 scheinen mit einem Anstieg der Fallzahlen in einigen Ländern zusammenzuhängen. Wobei wir hier auch, also, ne, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie sich das auf Nordhalbkugel und Südhalbkugel verhält, ob es da Unterschiede gibt. Wobei wir auch hier ein Henne-Ei-Problem haben, ne, wir laufen ja sowieso jetzt in die Wintersaison und die Inzidenz steigt. Ob sich jetzt EG5 stark verbreitet, weil einfach Saison ist oder weil EG5 tatsächlich, ne, eine neue Infektionswelle lostritt. Das wird im Zweifel nicht klar zu trennen sein. Das Einzige, was wir eben sagen können, ist, dass EG5 im Zweifel besser ist als das, was vorher war. Nämlich XBB hast du nicht gesehen. Gute Güte. Ich habe gerade einen akuten Anfall von Allergie. Es tut mir leid, ich bin gleich wieder da.
So, und hallo Eulenvieh, schön, dass du reinschaust. Du hast kein Topic verpasst, wir sind noch mittendrin. Genau. Andererseits hat das Auftauchen von Omikron selbst gezeigt, dass immer wieder völlig neue Corona-Varianten mit sehr vielen neuen Mutationen entstehen können, die das Bild radikal verändern. Wobei ich behaupte, die Quantensprünge, die SARS-CoV-2 machen kann, werden kleiner werden müssen. Es kann nicht endlos so weitergehen. Es gibt irgendwo eine Decke, an die das stoßen wird. Wir merken das alleine daran, ne, dass wir am Anfang, ne, Wildtyp, Alpha-Variante, Delta-Variante, Omikron-Variante. Und plötzlich haben wir wieder Zahlencodes, weil das bleibt die Omikron-Variante. Die Veränderungen werden kleiner. Weil das nämlich gegen einen Grenzwert laufen muss. Und eine solche Variante ist möglicherweise BA.2.86, die Fachleute derzeit sorgfältig beobachten. Mit über 30 neuen Mutationen gegenüber ihrem letzten bekannten Vorfahren erinnert sie stark an die Omikron-Variante, die der Pandemie einen neuen Schub gab. Solche stark mutierten Varianten entstehen mutmaßlich, wenn immunschwache Menschen über einen längeren Zeitraum infiziert sind. Mutmaßlich ist noch sehr elegant, also sehr, sehr dezent ausgedrückt. Das ist tatsächlich reine Spekulation. Ja, es gibt so Fälle. Ja, die Viren waren verändert. Ob diese Viren jemals wieder den Sprung in die normale Bevölkerung schaffen, ist völlig unklar. Da gibt es zig andere Möglichkeiten. Na? Inklusive Zirkulation in zum Beispiel einem Tierwirt und wieder einführen in die menschliche Bevölkerung. Das ist also, da ist so viel anderes drin. Und wir haben ja auch immer noch so viele Länder, wo das Virus einfach zirkuliert. Wir brauchen gar keine immungeschwächten Personen. Es hat immer noch genug Leute, in denen es experimentieren kann. Ob diese Variante tatsächlich einen starken Verbreitungsvorteil hat oder gar schwerere Verläufe verursacht, wird man erst in mehreren Wochen wissen. Insgesamt ist Carsten Watzel jedoch optimistisch. Soweit wir das wissen, sind die neuen Varianten bisher nicht gefährlicher, sagt er. Bereits jetzt deuten Studien darauf hin, dass keine der neuen Varianten der in der Bevölkerung vorhandenen Grundimmunität gegen Omikron entkommt, auch nicht BA286. Und das heißt ebenso, man bildet nach der neuen Impfung neutralisierende Antikörper, die ebenfalls gegen diese Varianten wirken. Was im Kern bedeutet, Impfen hilft. Hervorragend. Aktuell noch wenig vorhersagbar ist für mich, wie stark die Welle von RSV und Influenza insbesondere bei Kindern wird, sagt Berit Lange. Wenn mehrere ungünstige Faktoren zusammenkämen, könnte das auch mal zu einer ernsten Situation führen und sogar Gegenmaßnahmen nötig machen. Wonach werden die Nummern in den Varianten eigentlich vergeben? Es gibt da komplizierte Stammbäume. Es ist ein BA von Strang 2 und davon Version 86. Ungefähr so. So. RSV und Influenza bei Kindern könnte unter Umständen Maßnahmen nötig machen, wenn, ne, klar, wenn zu viel auf einmal passiert. Das ist im Sommer in Chile passiert, da gab es eine schwere RSV-Welle, erklärte sie. Dort habe man dann Homeoffice für Eltern kleiner Kinder eingeführt. Homeoffice für Eltern kleiner Kinder? Aber die Kinder gehen noch in die Kita? Das ist ein interessantes Konzept. Ich meine, ja, man geht davon aus, ne, dass die Infektionskette die Erwachsenen braucht. Interessant. Das hat funktioniert?
Wird ja erstmal so suggeriert. Spannend. Lange glaubt zwar nicht, dass im Herbst und Winter in Deutschland noch einmal allgemeine Fortschriften. Nochmal. Lange glaubt zwar nicht, dass im Herbst und Winter in Deutschland noch einmal allgemeine Vorschriften nötig werden, aber sie hält gleichzeitig nichts davon, die Atemwegserkrankungen im Winter einfach hinzunehmen. Schon in der Winterwelle 22 war es vor allem die Kombination der verschiedenen Erreger, die für eine große Zahl ernsthaft Erkrankter sorgte. Wir können durch gutes Management bei Influenza, bei RSV und natürlich auch bei SARS-CoV-2 die Krankheitslast reduzieren, sagt sie. Das sollte unser Ziel sein. Generell Krankheitslast reduzieren ist immer eine gute Idee, völlig egal, worum es geht. Ne? Also das ist irgendwie ein No-Brainer. Mir fällt wirklich keine Erkrankung ein, so ad hoc, wo ich sage, so, ja mei, ob du das jetzt hast oder nicht. Im Gegenteil, ne? Also, sollte schon irgendwie passieren. Ne? Aber klar, sie münzt es jetzt natürlich speziell auf die Atemwegserkrankungen, ne, und auf die Tatsache, dass man auf die Idee kommen könnte zu sagen, so, naja, dann ist jetzt halt alles wie immer, ist doch wurscht. Und das sollte natürlich genau nicht die Haltung sein. Deswegen ist Infektionsschutz bei dem Nachlassen der Gefahren durch Covid-19 keineswegs unnötig geworden. Carsten Watzel bestätigt das. Ich bin ein großer Verfechter davon, mit ein bisschen mehr Infektionssensibilität aus der Pandemie rauszugehen, sagte er. Er meint Infektionssensibilität nicht im Sinne von, jetzt sind wir nach der Pandemie alle empfänglich für Infektionen, sondern er meint Infektionssensibilität, ne, in dem Sinne, dass wir sensibilisiert für Infektionen sind, im Sinne von, wir haben die jetzt auf dem Schirm, wir haben jetzt gelernt, wie so eine Infektion funktioniert und wie wir uns dagegen schützen können. Eventuell ergibt es Sinn, da ein bisschen besser drauf zu achten. Dazu gehöre zum Beispiel, dass man mit einem Infekt, egal mit welchem, nicht zur Arbeit geht, sondern zu Hause bleibe. Damit wäre schon viel gewonnen. Preach, Mr. Watzel, preach. Leute, wenn ihr krank zur Arbeit geht, denkt an mich, wie ich euch imaginär die Ohren lang ziehe und oben einen Knoten reinmache. Und jetzt sprecht mir nach. Wir gehen nicht mit einer Infektionskrankheit zur Arbeit. Danke, Chat. Ihr arbeitet einfach nicht mit. Das finde ich nicht fair. Wer krank ist, sollte außerdem beim Einkaufen oder dergleichen Maske tragen. Ja, ich weiß, es ist nicht Teil unserer Kultur. Tragt Maske, wenn ihr krank seid oder wenn ihr den Verdacht habt, dass ihr krank sein könntet. Wenn ihr so ein Kratzen im Hals habt und ihr geht euch nochmal schnell einen Minztee kaufen, tragt dabei eine Maske. Allein schon, um nicht andere Leute anzuspucken. Okay, ich verstehe, was gemeint ist. Ja. Aber es ist schon so ein bisschen so. Wir wissen ganz genau, ihr könnt sonst sowieso nicht an euch halten. So. Allgemein Maske in öffentlichen Verkehrsmitteln und geschlossenen Räumen zu tragen, ist besonders für Risikogruppen neben der Auffrischungsimpfung im Herbst und Winter sinnvoll. Und ich weiß, es ist hart. Ne? Keiner hat Bock,
gerade wenn man länger mit den Öffis unterwegs ist, da Maske zu tragen. Ich verstehe das. Es ergibt für Risikogruppen Sinn, ne, weil die sich schützen müssen. Es ergibt aber auch für euch Sinn, um solidarisch mit den Risikogruppen zu sein. Spätestens, ne, wenn ihr besagtes Kratzen im Hals habt, gehört der Lappen ins Gesicht. Jetzt mal ganz salopp formuliert. Mönfich hat irgendwo gelesen, war auch noch vor Covid, dass ein Kranker, der weiter zur Arbeit geht, den Arbeitgeber im Schnitt 1500 Euro kostet. Ein Kranker, der zu Hause bleibt, aber nur 1300 Euro. Habe ich keine Ahnung von. Muss ich wirklich zugeben. Das hängt wahrscheinlich auch super stark davon ab, was für einen Job du hast. Und Latevi? Ja, Projekte und Deadlines und Präsenzpflichten. Wenn das Projekt und die Deadlines es nicht verkraften, dass spontan eine Person ausfällt, dann ist das nicht dein Fehler, dann ist das ein Fehler der Personalplanung. Und ich bin so froh, dass ich in einer Arbeitsgruppe arbeite, die das versteht. Und Jumping, hallo. Du musst dich nicht dafür entschuldigen, wenn du lange nichts geschrieben hast. Das ist voll in Ordnung. Hast wirklich lange Maske getragen, sehr lange, aber irgendwann habe ich mir einfach nicht mal wohlgefühlt mit den Blicken und Kommentaren. Und du, es ist voll okay. Also ich habe jetzt auch den Sommer über keine Maske getragen. Finde ich fair und finde ich fein. Aber ich, ne, jetzt gerade, wo die kältere Jahreszeit kommt, ergibt es einfach dann irgendwann wieder Sinn. Ne, ich sage nicht, wir sollen zurück zu einer kompletten Maskenpflicht. Ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen too much ist. Es hängt auch wieder davon ab, wen du fragst, ne, ist klar, aber hm. Aber, ne, spätestens, wenn du merkst, du könntest ein Risiko für dein Umfeld sein, finde ich das völlig gerechtfertigt. Und ich weiß, man wird da je nach Region und Umfelden noch ein bisschen gegen den Strom schwimmen müssen. Aber lasst uns das, und bitte helft mir dabei, lasst uns das zu einem gesellschaftlichen Ding machen, dass man, wenn man vermutet, eine Erkältung ist im Anmarsch, einfach sich die Maske ins Gesicht schraubt und fein. Die Asiaten machen das mit großem Erfolg. Lasst es uns ihnen gleich tun. Lasst uns da gemeinsam dran arbeiten, dass das ein Ding wird. Hallo Raubfriese, schön, dass du reinschaust. Und dann kommt die Bartträgerfrage, wie dicht man die Maske ab? Rith, tatsächlich, also ja, ne, als Bartträger, es hängt jetzt natürlich auch davon ab, ne, welche Länge. Ich bin ja selber nicht ganz unbescholten in dem Bereich. Wenn die Maske richtig sitzt, funktioniert das eigentlich ganz passabel. Ne? Ja, natürlich, die FFP2-Maske sitzt nicht so sauber, wie sie ohne Bart sitzen würde. Das ist schon wahr. Und wenn man dann natürlich da so einen Weihnachtsmann-Bart drunter hat, dann kann das auch mal schwierig werden. Aber ich sag mal, ich, so in meinem Format, ne, plus minus, sollte Bart eigentlich noch okay sein. Man muss halt ein bisschen mehr auf den Sitz der Maske achten und im Zweifel mal, ne, so ein bisschen platt drücken. Aber idealerweise funktioniert das. Und Jumping, ich verstehe, dass dich das nervt, als der Übervorsichtige abgestempelt zu werden.
Aber wir feiern dich dafür, ne? Also nicht übervorsichtig zu sein, sondern genau richtig vorsichtig zu sein. Ne? Wie gesagt, niemand muss irgendwie bei 35 Grad im Schatten draußen eine Parkmaske tragen. Ist völlig unrealistisch. Aber wenn ich, ne, mit Halskratzen in den geschlossenen Raum gehe, finde ich das fair, eine Maske zu tragen. Ich werde mir auch überlegen, ob ich in Zukunft Arztpraxen, ne, zumindest so die klassische Hausarztpraxis, möglicherweise nur noch mit Maske betrete, weil es einfach Sinn ergibt. Ne? Zum Unfallchirurgen muss man vielleicht nicht unbedingt mit Maske gehen, ne, weil anderes Klientel, aber, ne, einfach so ein bisschen bewusst Risiken ausmachen und entsprechend handeln. Ja, Latifi hat schon recht, ne? Maske wird mit Covid verknüpft, da ist man entweder Pestüberbringer oder völlig bekloppt, weil Covid ist ja rum. Ich unterstreiche das und ich muss auch zugeben, ne, ich habe so einen unterbewussten Reflex. Ich weiß nicht, ob ihr das bei euch beobachtet habt, dass ihr, wenn Leute Maske tragen, ihr auch erstmal denkt so, Gefahrenquelle? So ein ganz unterbewusster Reflex und ich muss da einmal so bewusst drüber bügeln und mir sagen so, nein, nicht mehr, weil trägt ja Maske. Im Gegenteil, du bist bei dieser Person vermutlich sicherer als bei all den anderen, die keine Maske tragen. Aber das braucht einfach, bis das Hirn anders verkabelt ist. TVs Hausarzt hat schon wieder Maskenpflicht, wenn man mit Erkältungssymptomen kommt. Kenne ich von anderen Hausärzten auch. Habe letztens aus dem Umfeld gehört, in der Infektionssprechstunde stand die Ärztin faktisch mit Vollschutz. Also nicht nur mit Maske, sondern inklusive Kittel und so. Brille. Also wie die Leute, die euch den Schnelltest abgenommen haben in den Testzentren. Das ist nervig, aber sinnvoll. So ein bisschen wie Letivi es halt auch beschreibt. Ne? Mir tun diese ÄrztInnen total leid, die diese Schutzkleidung tragen. Aber ich verstehe es. So. Verstehe total, warum sie das tun. Und weiß gleichzeitig, wie sie sich fühlen. Und jetzt, das ist... Ja. Aber auch gesunde Menschen können mit wenig Aufwand die Wahrscheinlichkeit reduzieren, sich mit mehr oder weniger lästigen Erregern anzustecken, wenn man eben Maske trägt. Dazu muss man sich keineswegs übermäßig einschrecken, ein wenig mitdenken reicht. Eine ganze Menge Krankheitserreger vermeidet man schon durch regelmäßiges Händewaschen und in der Bahn oder im Wartezimmer am Handy spielen. Kann man genauso gut mit Maske. Ich mag dieses Schlusswort. Gerade so die letzten zwei Sätze lagen genau in die richtige Kerbe. Naja, gut, es sind realistisch betrachtet mehr als zwei Sätze, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. So. Das regelmäßige Händewaschen triggert dich. Warum triggert dich das, Eulenviech? Bist du kein Freund von regelmäßigem Händewaschen? Beziehungsweise keine Freundin, wenn man da mal jetzt... Ich arbeite noch an meinem Sprachgebrauch, verzeiht. So. Wie vielen Leuten man erklären musste, was regelmäßiges Händewaschen in der Umsetzung bedeutet. Als hätten die das als Kinder nie gelernt. Ich glaube, viele lernen das als Kinder, empfinden es als Schikane und verlernen es wieder, sobald sie unabhängig genug sind, dass es bei den Eltern durchgeht. Ich vermute auch, viele Eltern bringen das ihren Kindern bei und praktizieren es selber nicht. Einfach nur, weil sie gelernt haben, dass das eigentlich so gehört. Ich weiß auch nicht, was das ist. Ich Aber gut, ich bin auch kein
sinnvoll anzuführen, dass Beispiel, weil medizinischen Beruf gelernt, da wird dir das Händewaschen so eingedremelt, dass ich keine Zwangshandlung entwickelt habe, ist ein Wunder. So, das war doch schön. Hat mir gut gefallen. Gab es zumindest in meinem Umfeld echt viele, die ernsthaft glaubten, dass sie irgendwie alle 5 Minuten die Hände waschen sollten. Ja, das... Um da mal ganz fair zu sein. Ich habe sehr, sehr frühzeitig für mich beschlossen, dass der Händewaschen-Teil der AHA-Regel verhältnismäßig bescheuert ist. Denn sobald man konsequent in die Armbeuge niest, ist das kein Problem mehr. Und ne, Corona ist, das wusste man damals noch nicht hundertprozentig, aber ich war mir aufgrund von Daten, die ich gesehen habe, schon relativ sicher, Corona ist keine Kontaktinfektion. Es ist halt eben nicht so, ne, dass du wie das Norovirus dir das auf die Türklinke schmierst und die nächsten 5 Leute haben's. Richtig, Raubfriese, regelmäßig Armbeugen waschen, auch wichtig. dementsprechend war ich immer so, der Händewaschen Teil der AHA-Regel, ja, Händewaschen grundsätzlich sinnvoll. Verstehe ich. Aber jetzt speziell wegen Corona? Boah. Fand ich nie so wahnsinnig wichtig. Da waren andere Dinge durchaus dramatischer. Ne? Hashtag Maske tragen, da sind wir wieder. Das hat dann natürlich deutlich mehr geholfen und deutlich mehr Sinn ergeben. Ne? Was nicht bedeutet, regelmäßiges Händewaschen ist eine blöde Idee. Also völlig, ne? Ganz im Gegenteil. Wascht euch regelmäßig die Hände. Ne? Und Eulenviech hat die Anleitung gerade geschrieben, vor dem Essen, nach dem Essen und wenn man potenziell was Ekliges an den Händen kleben hat. Das ist so ein bisschen dann persönliche Geschmackssache, wie häufig das so ist. Ich empfehle zum Beispiel nach jedem Toilettengang die Hände zu waschen. Ist ja auch nicht so verbreitet, wie man meinen möchte, ne? Und ich habe da mal ein schönes Gespräch mitgehört, wo Person A zu Person B sagt, ja, und dann weiß ich nicht und dann komme ich da raus und da spricht mich sofort einer an, dann muss ich dir mir Hand geben und dann habe ich so kalte, nasse Hände. Ist es nicht blöd? Und Person B antwortete, naja, also stell dir vor, du musst jemandem die Hand geben, der kommt gerade aus der Toilette und hat ganz furztrockene Hände. Und überlege, was das bedeutet. Welches hättest du lieber? Und damit ist der Drops eigentlich gelutscht.